2019 ist schon mal ganz neu, dass ich eine Armbanduhr habe. Endlich. Endlich. Ja. Das ist eines der Neuigkeiten, was aber für euch überhaupt nicht relevant ist. Jetzt habe ich sogar ein Fremdwort benutzt. Relevant. Oho. Oho. Du bildest dich weiter. Ja, ich lese ab und zu und gucke nicht mehr so viel Fernseher. Ist auch 2019 neu. Aber nur für dich. Nur für mich. Nur für vielleicht mich. Vielleicht auch für ein paar Zuschauer, vielleicht mehr oder weniger. Aber bei uns... Bei uns beiden gibt es ganz, ganz viele Neuigkeiten. Und jetzt machen wir es abwechselnd. Erst fange ich an, dann gebe ich weiter an ihn, dann tauschen wir uns aus und jeder erzählt ein bisschen was von Neuigkeit. Also einmal, eine erste krasse Veränderung ist, mein Coaching ist komplett neu, wird komplett überarbeitet, auf den neuesten Stand gebracht, sodass ihr richtig viel Spaß dran habt und ich natürlich auch richtig viel Spaß habe. Da könnt ihr euch überraschen lassen, da kommen ganz viele Infos. Da müsst ihr einfach bei Facebook reingucken, bei Instagram, bei YouTube und da sagt ihr, Alter, was machen die denn da? Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Yes. Im Zuge mit dem Coaching. Mr. T komplett in Rot. Das Ganze hat einen Grund. Wir überarbeiten nicht nur das Coaching, sondern auch einmal komplett Social Media, das ganze Design, sprich Mr. T in Rot gibt es jetzt das ein oder andere Mal öfters. Mhm. Und es gibt nicht mehr den Personal Trainer Karlsruhe. Nein, auch das ist neu. Sondern es gibt jetzt Andreas Rienbacher, Mr. T. Fitness Factory. Fitness Factory. Yes. Das sind Sachen, die müsst ihr euch merken. Also es gibt jetzt Mr. T's Fitness Factory. Unter dem Namen läuft jetzt alles. Sprich die ganzen Projekte, die jetzt anstehen, das Coaching und alles andere, was euch dieses Jahr noch Spannendes erwartet. Und das ist einiges. Rot. Ihr erkennt, pass auf, vielleicht ein Hintergrund, warum das eigentlich so ist. Erzähl. Also passt auf, ich war in Hamburg. Es war in Hamburg auf der VO von Dirk Kräuter. Ich war in privater Kleidung da, das heißt nicht mehr im Sportoutfit, weil ich erst morgens gekommen bin, hatte erst meinen ersten Auftritt um 12:30. Also bin ich in normaler Kleidung rumgelaufen. Und das Krasse war, mich hat niemand erkannt. Nee. Die wussten nicht, wer das ist. Ich habe mit Leuten unterhalten, die so ein bisschen bla bla bla, ein bisschen Sport und so weiter und da, was da los ist. Und irgendwann kommt ein Typ aus dem Marketing, irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, was war. Irgendeiner, der Marketing, irgendeine Firma hat zum Thema Marketing, große Firma hat, und sagt, lieber Andreas, ich gebe dir jetzt einen ganz wertvollen Tipp. Zieh sofort dein Outfit an. Und vor allem ganz wichtig, die weißen Strümpfe dazu. Das sieht man jetzt, glaube ich. Jetzt sieht man es nicht, aber weiße Strümpfe, die Leute, die mich kennen, die wissen das. Er hat gesagt, diesen Wiedererkennungswert, der ist unschlagbar. Und jetzt passt auf, was passiert. Ich hatte das Ding an und zack. Ich war vorher bei einer Gruppe von Frauen gestanden, habe mit denen geredet und die, ach so, du bist das. Und so hat sich das jetzt verankert. Ich habe das instinktiv angezogen, das Rot. Ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, hast du im Moment eine Rotphase? Ja, aber dieses Rot-Schwarz, das war ja irgendwie schon immer. Das war schon immer drin, irgendwo Rot-Schwarz. Aber es hat sich jetzt einfach verfestigt. Genau. Und jetzt gibt es da einen roten Faden. Kann man jetzt gibt es den roten Faden. Genau. Und der roten Faden ist die rote Farbe. Also der rote Faden. Und so ändert sich jetzt natürlich 2019 richtig viel. Social Media wird angepasst. Genau. In Form von Facebook, Instagram wird angepasst, Podcast ist schon angepasst. Facebook ist auch schon angepasst. Stimmt, auch schon angepasst. Wir waren schon fleißig. Jetzt, wo wir gerade bei Social Media sind. Es gibt da so eine Plattform, die mir als Filmemacher besonders am Herzen liegt, die wir so ein bisschen vernachlässigt haben. Auch das wird sich in Zukunft ändern. Kann das vielleicht eventuell YouTube sein? Ja, YouTube. Wir wollen uns mehr auf YouTube konzentrieren und da mehr Videos und mehr Content raushauen. Ja, das war so ganz einfach. Ich kann es euch sagen, warum das so ist. Mich gibt es nur einmal. Ich habe zwei Hände, zwei Beine, einen Kopf. Und Facebook, Instagram, Arbeiten, Familie, selber Sport machen. Das ist schon mal ein krasses Paket. Ich habe so circa 60 Stunden der Woche und dann den Rest außenrum. Krasses Paket und alleine sind halt gewisse Dinge auf der Strecke geblieben. Und jetzt ist der Cedric mit dabei und wenn der Cedric mit dabei ist, dann kann der natürlich ganz viele Dinge übernehmen, die ich gar nicht mehr so übernehmen kann. Ich bin ja letztendlich sozusagen das Testimonial. Der Vortänzer. Der Vortänzer. Genau, und im Hintergrund muss natürlich viel verarbeitet werden. Da werden ganz viele Fäden gezogen. Dafür ist der Cedric zuständig. Also ich ziehe quasi die Fäden hinter der Kamera. Genau. Oder alles, was im Hintergrund abläuft. Und ich stehe vorne und nehme dann den Arm jeweils hoch, wenn der Faden gezogen wird. Genau so ist es. Haben wir den Schluss? Ja, Bootcamps. Bootcamps.
ihr habt mitbekommen, letztes Jahr haben wir schon ein mega erfolgreiches Bootcamp gehabt. Das war der absolute Burner. Und was geil ist, wir alle haben immer noch Kontakt. Wir haben uns erst vor ein paar Tagen alle wieder getroffen. Wir kamen aus, einer kam aus Heilbronn, in Wetzlar haben wir uns getroffen. Schwarzwald überall her. Und wir haben uns alle wirklich getroffen und da entstanden wirklich gute Freundschaften. Ja. Und das war richtig geil. Einmal das, ich konnte leider nicht mit dabei sein, weil es Anfang des Jahres, wo alle Menschen gute Vorsätze haben, was hat der Mr. T? Einen vollen Terminkalender. Konnte nicht mit, aber ich habe es verfolgt anhand von Bildern, anhand von Social Media. Und ja, und diese Bande von Jungs und Mädels, die sind dieses Jahr schon wieder mit dabei und haben schon wieder gebucht. Das heißt, Oktober ist leider ausgebucht, meine Freunde. Aber ihr habt eine Chance. Wir haben natürlich noch auf jeden Fall zwei Bootcamps, die noch extra stattfinden. Eins ist auch fast ausgebucht. Das im März? Das im März ist fast ausgebucht. Ihr habt noch eine Chance. Ich glaube, eine ist noch frei. Einer ist noch sicher frei und einer steht noch in der Schwebe. Also da ist noch ein bisschen Platz. Und das andere kommt später. Da habt ihr noch Platz. Und Bootcamps heißt, wo Mr. T draufsteht, ist Mr. T auch drin. Wir können ja hier ganz kurz mal an der Stelle diesen 30-Sekunden-Trailer anwenden. Unbedingt. Und so, ihr habt den 30-Sekunden-Trailer jetzt gesehen und das war Bootcamp 2018 und das war schon der Burner. Und die neuen Bootcamps, die werden mit Sicherheit mindestens so gut. Nee, die werden geiler. Eine Woche Ausnahmezustand, kann man sagen. Wir zerlegen Bayern. Der Bayerische Wald brennt. Yes. Und wir löschen nicht. Nein. Haben wir sonst noch was? Podcast. Oh, der stimmt. Der Podcast wird ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von uns beiden bekommen. Ja. Sprich, es kommen... Bis jetzt 2 Folgen pro Woche raus? 2 Folgen pro Woche. Das wird auch... Das wird erstmal so bleiben. Ihr wisst warum. Ich habe es vorher gesagt, viele Punkte, muss einfach arbeiten. Aber ihr werdet beständig bleiben. Ihr wisst, es gibt viele, die machen auch Podcasts, dann sind sie weg. Wir bleiben am Ball, immer beständig, 2-mal die Woche. Wenn es irgendwie Luft gibt, gibt es auch mal einen dritten. Und vor allem, was geil ist, wenn man Content kriegen von euch, wenn ihr sagt, das würde ich gerne hören, dann bin ich am Start und der Cedric verarbeitet und dann habt ihr den nächsten Podcast. Fällt dir noch was ein? Dann denk du nach, ich habe nämlich noch was. Okay, mach mal. Das ganze Thema Social Media, da wollen wir uns ein bisschen noch mehr drauf konzentrieren und wir wollen euch auch ein bisschen mehr mit einbeziehen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt zu Videos, zu Podcast-Folgen oder irgendwelche Fragen, wir können mal gerne Fragen-Antwort-Runden machen. Wenn ihr euch unbedingt Livestreams wünscht oder was weiß ich, egal, immer her damit. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, einfach in die Kommentare, per Mail, per Instagram. Rauchzeichen, genau. Brieftaube, egal was, es kommt bei uns an. Einfach rüberschicken und dann werden wir das auf jeden Fall mit aufnehmen. Ja. Und dann guckt man, dass wir das auf jeden Fall mit verarbeiten werden. Es ist auch so, dass natürlich die Mr. T's Fitness Factory gibt es ja schon eine Coaching-Gruppe, die ist natürlich geschlossen. Die ist nur für unsere Coaching-Mitglieder und die genießen dieses Jahr schon mal jede Woche einen Livestream. Yes. Jede Woche einen Livestream, wo Mr. T live vor der Kamera sitzt und eure Fragen beantwortet. Entweder das oder selbst ein Thema wählt und dann ein bisschen referiert, geht immer so eine halbe Stunde. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Ist ja auch verdammt. Es ist immer noch was. Kochbuch. Haben wir das schon? Haben wir schon gemacht? Nee. Oh! Wir haben dieses Jahr noch 3 ziemlich große Projekte. Stimmt. Eins geht ein bisschen ins nächste Jahr. Das andere. Moment. Das andere hat hiermit zu tun. Es wird Mr. T's Kitchen 2.0 geben. Das heißt, es bekommt ein Update. Ein sehr, sehr großes. Was heißt ein Update? Es gibt ein neues Buch. Es gibt ein neues Buch. Also es lohnt sich auch für diejenigen, die Mr. T's Kitchen 1.0 schon haben, weil es sind andere Rezepte, es sind kein Vergleich. Die Rezepte sind geil, die Bilder sind geil. Ich habe noch was viel Wichtigeres. Was denn? Die ersten 20 bis 30 Seiten ist kein Rezeptbuch,
sondern ein Kochbuch. Und da stehen auch ganz... Auch kein Kochbuch, nein, Ernährungsbuch. Ernährungsbuch. Da stehen ganz wichtige Tipps drin. Und zwar die Erfahrung meiner letzten 30 Jahre zum Thema Ernährung. Da werden Sachen vorkommen. Wie geht man die Ernährung am besten an? Wie kann man sich einen Ernährungsplan erstellen? Was sind grundwichtigste Elemente, die man verstehen sollte zum Thema Insulinspiegel, zum Thema regelmäßig essen? Also ganz viele Weisheiten von Mr. T, die euch persönlich weiterhelfen, auf den Punkt zu kommen, sexy auszusehen, stark zu sein und auf Dauer eventuell fast so aussehen wie ich. Aber nur fast. Fast. Nur fast. Es gibt nur ein Original, Freunde. Das ist ja jetzt auch nicht so besonders. Wir reden nochmal. Mach mal die Kamera aus. Das machen wir später. Ja, das wird bald kommen. Mhm. Und wie alt bist du jetzt? Alt. Ich bin ein alter Sack. Ja, ich gehe auf die 60 sagen. Zu, Freunde. Auf die 60. Ich gehe auf die 30 zu. Ja, du gehst auf die 30, aber ich bin doppelt so alt. Und sieht halb so jung aus. Das ist geil, ne? Mhm. Wann hast du deinen Geburtstag? Ich habe im November 2019 Geburtstag. Und am 14. November? Am 4. November. Am 4. November, da wird so ziemlich das geilste überhaupt, was wir je zusammen gemacht haben, beziehungsweise was stimmt. Wir beide überhaupt... Stimmt, aber da sind wir jetzt noch ruhig. Ich kann nur sagen... Ja, ja. Wird spannend. Das wird der Burner. Also wirklich, das wird der Knaller. So, haben wir jetzt alles. Es reicht für ein Jahr. Ich würde sagen, es reicht für ein Jahr. Ja, Vertriebsorganisation. Ah, gut, halt, stopp. Ja klar, natürlich, ihr kauen ja auch ganz viele Leute zu, die mich jetzt zwischenzeitlich schon als Fitnessanimateur von der Bühne kennen. Wie sagt nur der hier, ne? Hä? Wie sagt nur oh, der? Freunde, der Insider. Lebt noch. Pah. Insider, wer kennt Pah. Den noch? Jetzt komm, schreib mir unten in die Kommentare rein. Was ist das überhaupt? Ja, das sind zwei Finger, super. Aber was bedeuten die zwei Finger? Ein paar Leute werden es wissen. Ich glaube es auch. Ihr kennt es, das heißt, der ist immer mit am Start und ich bin dieses Jahr, das ganze Jahr bei Dirk Reuter mit auf der Bühne. Der nächste Auftritt ist jetzt in anderthalb Wochen, Oldenburg, danach in Schwerin. Und so geht das ganze Jahr unendlich viele Auftritte. Es ist wirklich die Hölle los. Daneben haben wir beide ja noch ein paar eigene Sachen. Auch noch du dazu. Dein 1:1 Coaching, ich meine ganzen anderen Produktionen, von daher, es wird nicht langweilig. Nein. Und ich freue mich drauf. Und ich mich auch unterspannt ist, ihr seid immer mit dabei, weil wir immer wieder für Social Media liefern, Stories liefern und ich finde es echt geil, wenn wir von euch Feedback bekommen. Weil wisst ihr, wir können nur so gut sein, wie das Feedback, was wir von euch bekommen. Also das wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt oder was weiß ich, immer her damit. Genau, immer das, Feedback an uns. Ja. Wir haben auch kein Problem mit konstruktiver Kritik überhaupt nicht. Wenn ihr sagt, das und das könnt ihr besser machen und das fehlt, her damit. Wir werden nur dann besser, wenn ihr reagiert. Das reicht jetzt, oder? Ja, also mir fällt nichts mehr ein, das war jetzt aber auch genug. Reicht. Und auch nochmal für die Insider, das hier ist nicht im T-Shirt eingebaut, Freunde. Das ist original. Achtung, passt mal auf. Das ist steinhart. Das tut weh. Weißt du, was auf Social Media immer gut ankommt? Hä? Wenn sich Männer ausziehen. Wenn ich Männer. Nein, das mache ich nicht. Na, komm, hopp. Nein, ich bin nicht rasiert. Das wollen die sehen. Ich bin nicht rasiert. Ich bin völlig unrasiert. Ich habe so einen Busch. Das machen wir jetzt nicht. Ey, das demnächst. Das gibt's. Mr. T nackig. Nicht auf YouTube. YouPorn. Das müssen wir piepsen. Gut, das war's, reicht jetzt, stopp. So, wir drehen jetzt weiter. Sehr. Für YouTube. YouTube, jetzt machen wir YouTube weiter. Genau, und Facebook. Und Facebook. Gut. Aus.